Der Wahnsinn geht weiter. Kinder messen im Unterricht Maskendrang. Im Bundestag seit neuesten die Abgeordneten auch. Nur dort haben sie eine Informationsschrift gekriegt, dass nach einer halben Stunde der CO2-Wert im Blut gefährlich ansteigt und man sollte dann eine Weile durchschnaufen und die Masken abnehmen. Und also die Kinder können 6 Stunden oder noch länger in der Schule sitzen und ihre eigenen Abgase einschnaufen. Das ist Folter, nichts anderes. Das sind Vergewaltiger der Kinder. Kindesmissbrauch nennt man sowas. Und irgendjemand in Bayern hat da Strafantrag gestellt und ist vom Gericht abgeschmettert worden. Aber wen wundert das? Die Staatsanwälte werden von der Politik gestellt und sind dieser verantwortlich. Es ist unglaublich, was in Bayern passiert. Heute habe ich auch einen Film vom Heiko Schöning gesehen, dem Arzt, der bei den Ärzten mitmacht, die für Aufklärung sorgen. Und er hat nochmal darauf hingewiesen, dass die Firma 2001 Millionen von Leuten geimpft hat gegen eine Anthrax-Gefahr, wo dann sehr viele Leute krank geworden sind drauf. Die Anthrax-Gefahr ist ja bekanntlich selbst gemacht gewesen damals. Man hat es erst versucht, andere an zum Hänger. Und diese selbe Firma hat jetzt eine Bestellung gekriegt vom Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat da Millionen von Impfdosen bestellt. Das ist nicht zum Glauben. Statt solche Firmenleiter einzuspüren und schadenersatzpflichtig zu machen, verschafft mir der jetzt wieder ein neues Geschäft. Man weiß wirklich nicht mehr, was man noch sagen sollte. Oder da auf Lesbos die Flüchtlingslager, die angezündet worden sind von den Flüchtlingen, wo man die Feuerwehr am Löschen gehindert hat und hat sie mit Steinen beworfen. Diese Leute wollen da jetzt die Parteien aus Deutschland aufnehmen. Das ist direkt das Signal dafür, ihr braucht es gerade jetzt anzünden, dann kriegt ihr ein neues Quartier. Also das ist einfach nur der Wahnsinn. Auch wenn sicher die Mehrzahl der Flüchtlinge da auf Lesbos vielleicht nicht gezündelt haben, aber das ist ein falsches Signal. Und interessant ist auch, dass eine Demonstration vorher stattgefunden hat, einen Tag vorher in Berlin, wo vor dem Reichstag 12.000 leere Stühle aufgestellt worden sind, 13.000 leere Stühle aufgestellt worden sind für diese Flüchtlinge. Es war direkt ein Signal, da unten ihr Lager abzubrennen. Zumindest kann man das vermuten. Übrigens, das habe ich auch nicht gewusst, es ist vor einigen Tagen eine Christopher Street Day, die Großdemo in Sachsen abgehalten worden, wo kein Mensch eine Maske aufgehabt hat. Haben Sie davon etwas gehört, dass das gefährlich war? Die Leute sind dicht an dicht gegangen. Und wenn man sich erinnert, wie es am 29. in Berlin zugegangen hat, wo man mit Schikanen der schlimmsten Art die Großdemonstration für Freiheit und Demokratie aufgelöst hat und schikaniert hat, wo man die Leute gegen ein Absperrgitter laufen hat lassen. Stimmt einfach nicht mehr.
man meint wirklich, man wird von Narisch regiert.